Offenkundig versucht die US-Notenbank Fed, den Geist wieder in die Flasche zu drücken, den Paul persönlich, also der Fed-Chef persönlich am Mittwoch mit seiner Pressekonferenz aus der Flasche hat entkommen lassen. Und dann sind die Märkte ein bisschen, naja, wie soll man sagen, auf Drogen. Die sind ein bisschen ausgetickt, weil sie sagen, siehst du, die Fed tut jetzt das, was wir von ihr verlangen. Sie will die Zinsen senken, dann aber Auftritt von New York. Fed-Chef Williams, der gesagt hat, nee, wir haben nicht wirklich über Zinssenkungen gesprochen, so der gute Mann. Und damit im Grunde Paul diametral widersprochen. Paul sagt, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Williams sagt, wir haben nicht wirklich über Zinssenkungen gesprochen. Also was heißt jetzt nicht wirklich? Aber dann kurze Zeit später auch Bostic von der Fed, der sagte, also ich denke nicht, dass das irgendwie eine Sache ist, die imminent ist, also die ansteht jetzt in nächster Zeit, so Bostic, um dann zu sagen, also ich denke, wir werden nur zwei Zinssenkungen in 2024 sehen. Die Dotplots, also die Zinsprojektionen der Fed-Mitglieder, hatten ja drei Zinssenkungen vorgesehen. Also wenn man so will, auch Bostic sagt, wir sprechen noch nicht über Zinssenkungen, haben nicht drüber gesprochen und er sieht nur zwei Zinssenkungen, auch das relativ hawkisch. Und wir sehen, naja, so ein bisschen haben die Märkte dann ihre Zinssenkungserwartungen zurückgenommen in Gefolge dieser Aussagen von Bostic und vor allem Williams, aber nicht allzu viel. Wir sehen die asiatischen Märkte leicht unter Druck, aber dann nochmal Auftritt Goolsbee, der mit als dovisches Mitglied der Fed gilt, der gesagt hat, ja, ich will nicht ausschließen, dass wir bereits im März die Zinsen senken werden. Hier kommentiert dann jemand, we are not even thinking about what we are saying. Wir denken nicht mal drüber nach, dass wir drüber nachdenken, was wir sagen. So könnte man wahrscheinlich das Chaos bei der Fed jetzt derzeit bezeichnen. Sven Hendrik sieht es so, we are discussing it, nämlich wir diskutieren über Zinssenkungen. Dann kommt der Nächste und sagt, nee, wir diskutieren nicht drüber. Und dann kommt der Dritte und sagt, wir könnten im März die Zinsen senken. Also ziemliches Chaos, ziemlicher Kommunikationsgau, könnte man sagen. Was machen die Märkte draus? Schlussstand Freitagabend. Knapp 7 Zinssenkungen für 2024 eingepreist. Wenn wir aber mal in die Geschichte zurückgucken, in die Finanzgeschichte, wann senkt die Fed die Zinsen? Sie tut es normalerweise nicht, wenn die Kernrate, CPI, also die Inflation ohne Nahrung und Energie, über der Arbeitslosenquote steht. Und wir sind ja Kern-CPI, also Core-CPI, 4,0% und haben eine Arbeitslosenquote von 3,7%. Es gab nur 4 Gelegenheiten, wo die Fed das gemacht hat und sie hat immer gute Gründe gehabt, nämlich Oktober 42 Krieg, dann in den 3 Rezessionen, Oktober 69, August 74, 4 Rezessionen, Mai 1980 und Juli 1981. Also normalerweise macht die Fed das in einer solchen Situation nicht. Mit anderen Worten, damit die Fed die Zinsen senkt, müsste entweder die Arbeitslosigkeit steigen und oder die Kerninflation sinken. Wir werden sehen, was passieren wird. Hier sehen wir mal die Kerninflation. Die ist ja seit einiger Zeit oder jetzt bei 4%, aber scheint da eben zu verharren. Die Berichte über den Tod der Inflation sind weit übertrieben in Anlehnung an Mark Twain. Und genau das ist der Punkt. Die Amerikaner fürchten nach wie vor offenkundig so sehr die Inflation, sind so sehr unter Druck durch die Inflation, nämlich die amerikanische Bevölkerung, dass von den Demokraten 80% der Befragten sagten, ja, wir sollten Preiskontrollen einführen. Und immerhin 56% der Republikaner, von den Unabhängigen, sind immerhin 62% dafür, also selbst bei den Republikanern mehr als die Hälfte sagt, wir sollten Preiskontrollen einführen. Und Charlie Munger hat klar gemacht, hier rechts sehen wir ein paar Zitate, Inflation is a serious subject.
Das ist der Weg, wie Demokratien sterben können. Und das sehen wir, dass sozusagen die Leute im Grunde sich für sozialistische Maßnahmen einsetzen. Diese sozialistischen Maßnahmen haben dann immer Folgewirkungen, über die man erstmal nicht nachdenkt. Also wenn ich zum Beispiel einen Preisdeckel mache, dann habe ich plötzlich komplett andere Sorgen in Bereichen, die nicht mehr funktionieren. Dann werden weniger Wohnungen gebaut zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber hier mal die unbeabsichtigten Konsequenzen dessen, was Jerome Powell gesagt hat. Wir sehen, dass vor allem eben Rohstoffwerte massiv nach oben gehen. Palladium 24% in der letzten Woche gestiegen. Hängt damit zusammen auch, oder ein Punkt ist, dass der Westen ja weitere Sanktionen gegen Russland erlässt, aber Palladium außen vor lässt, offenkundig, weil man es unbedingt braucht. Dann sehen wir Kaffee, Oats, wir sehen Gasoline, Lean Hogs und so weiter, Silver, also alles Rohstoffe oder schon auffällig, wie viele Rohstoffe hier praktisch da nach oben gegangen sind. Wir hatten am Donnerstag, also nach der Powell-Sitzung, den besten Tag für den Rohstoffindex in 2023. Das nur mal als Schlaglicht darauf, was dann passiert, wenn du eben den Geist aus der Flasche lässt, wenn die Märkte aggressiv Zinssenkungen erwarten. Und dann haben wir wieder Preissteigerungen. Wir sehen vor allem an der Wall Street eine Rotation rein in Trash, also rein in Werte, die normalerweise schlecht laufen, wenn die Zinsen steigen, weil sie eben wenig Substanz haben, weil sie viel versprechen, aber wenig derzeit halten. Also solche Werte, die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood natürlich im Depot hat. Aber vor allem eins ist klar, Jerome Powell macht sich sehr angreifbar mit seinen Aussagen, denn jetzt kommt immer mehr natürlich der Verdacht auf, naja, guckt euch die Umfragen an, Biden mit den niedrigsten Umfragewerten seit seiner Präsidentschaft, gerade was die Wirtschaft betrifft. Also wollte Powell vielleicht auf Geheiß von Janet Yellen mal so ein bisschen helfen und sagen, ach, wir denken schon drüber nach, und genau das ist der Punkt, es könnte Biden helfen, aber für Powell sehr gefährlich sein. Vor allem Donald Trump dürfte nicht begeistert sein von dieser Aktion, wenn eben Powell hier als Wahlkampfhelfer gesehen wird, und diesen Verdacht haben viele, dann dürfte das natürlich bei den Republikanern nicht gut ankommen, und falls Biden dann die Wahl dennoch verliert, wäre die Amtszeit von Powell wohl abgelaufen. Für Biden schön, aber Powell, wie gesagt, macht sich sehr, sehr angreifbar. Die Fed ist natürlich immer in einer schwierigen Situation in einem Wahlkampfjahr, jetzt also diese seltsame Wende von Powell, aber insgesamt dürfte das Jahr 2024 das erste Jahr seit 2020 werden, wo wir mehr Zinssenkungen sehen als Zinsanhebungen. Wir dürften so die Erwartung etwa der Bank of America 152 Zinssenkungen sehen, global gesehen. Also, das wäre schon eine Wende, und die Märkte, die sind euphorisch. 49% der S&P 500 Aktien sind überkauft, haben also einen RSI, einen relative Stärkeindex, über der Marke von 70, der größte Wert seit 1991. Wir sind jetzt 7 Wochen in Folge positiv bei den Märkten. Wir sehen, dass die Bären kapitulieren, vor allem Hedgefonds waren ja in Einzelwerten short, also hatten solchen Trash, also solche, wie soll man sagen, wenig Qualität Aktien geschortet, also jene Aktien, die eigentlich ein nicht wirklich solides Geschäftsmodell haben, aber jetzt eben besonders nach oben gespült werden durch diese Ereignisse. Jetzt versuchen die Hedgefonds dem entgegenzuhalten durch massive Calls auf den Russell 2000, also diesen Nebenwerteindex, der auch viel Trash enthält. 40% der Aktien in diesem Bereich machen, oder der Unternehmen, die im Russell 2000 enthalten sind, machen Verluste. Also, wir sehen, es ist eine wilde Party, wo genau das nach oben gespült wird, was am wenigsten Substanz hat. Und einer der Gründe, warum es nach oben gegangen ist, ist, dass wir eben trotz Bilanzreduzierung jetzt eine Zunahme der Liquidität sehen in den sogenannten Bankreserven, weil die Reverse Repo Operationen deutlich zurückgegangen sind. Damit wird wieder Liquidität frei. Diese Liquidität fließt an die Märkte. Man feierte dann also diese Party, und die Folge ist, dass wir etwa sehen,
dass eine Apple deutlich mehr wert ist als der gesamte chinesische Aktienmarkt oder der französische Aktienmarkt oder auch der britische Aktienmarkt. Microsoft und Apple sind mehr als Frankreich und Japan zusammen. Die ganzen großen Magnificent Seven sind mehr wert als der Aktienmarkt Großbritanniens, Chinas, Frankreichs und Japans. Also das sind natürlich dann schon extreme Werte. Und jetzt berichtet dann auch Freitagabend noch, dass offenkundig die chinesischen Behörden immer mehr Firmen anweisen oder empfehlen, hier nicht Apples iPhones zu nutzen, weil das ja praktisch ein Einfallstor der Amerikaner ist. Apple nachbörslich dann ein bisschen gefallen noch am Freitag. Mal sehen, wie die Apple-Aktie, die ja im Bereich Allzeithochs notiert, da reinkommt. Ein Unternehmen, das seit 4 Quartalen schrumpft mit Allzeithoch, das sagt so ein bisschen alles. Apropos China, hier sehen wir, dass immer mehr die Mittelschicht jetzt erfasst wird von den Problemen in China, weil eben die Hauspreise fallen. Und das tun sie sehr, sehr mit Schmackes, könnte man sagen. Wir sehen teilweise Rückgänge 0,3-0,4% pro Monat. Das ist heftig, das klingt jetzt erstmal wenig, aber das ist in diesem Bereich schon ziemlich heftig. Wir sehen den chinesischen Aktienmarkt so schwach. Das könnte für die Chinesen eine sehr schwere Zeit werden. Demografie ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Wir haben den Arbeitsmarkt, der vergleichsweise schwach ist, was vor allem die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Also hier sehen wir, das könnte noch richtig heiß werden, so wie in Deutschland. Da hat sich die Bundesregierung oder hat plötzlich verkündet, jetzt ist Schluss mit der Förderung für E-Autos. Am Sonntag ausgelaufen, hat man Freitagabend kommuniziert. Jetzt haben viele zwar ihr Auto gekauft, aber nicht angemeldet. Das heißt, man kriegt den Bonus nur, wenn man das Auto bis Sonntag angemeldet hat. Faktisch sind also jetzt die E-Autos nicht mehr subventioniert und was wirst du dann sehen? Der Verkauf geht ein wie eine Primel. Man erwartet, dass dann praktisch die Absätze einbrechen, aber das zeigt so ein bisschen, was natürlich der Fall ist. Das geht nur mit Subventionen. Wenn du keine staatlichen Subventionen mehr hast, geht sofort der Absatz zurück. Das zeigt einiges. Hier sehen wir mal die Neuzulassungen in Deutschland von E-Fahrzeugen. Stagniert im Jahr 2023 und dürfte dann 2024 ohne Subventionen, wer weiß, ob jetzt die Bundesregierung wieder nochmal eine Kehrtwende macht, weil die Kritik immer größer wird. Aber mal sehen, das ist schon typisch, dass sozusagen dieser Markt nur funktioniert mit massiven Subventionen. Das wird für die deutsche Autoindustrie ein Riesenproblem werden, wenn diese Förderung nicht mehr kommt. Dann hat sie ein Absatzproblem. Schon eh die Nachfrage geringer als erwartet. Also das wird eines der ganz, ganz großen Themen. Heute um 10 Uhr gleich der IFO-Index, wenn Sie das Video sehen, dann ist er schon gewesen. Vielleicht das verlässlichste, das beste Konjunkturbarometer ist er jetzt seit 3 Monaten wieder so leicht nach oben gegangen. Man sieht eine gewisse Parallelität normalerweise zwischen IFO-Index und DAX, hat sich zuletzt so ein bisschen aufgelöst. Mal gucken, wie er reinkommt. Wie lange befeuert die Zinswende die Aktienrallye oder die angenommene Zinswende? Viel bullischer und sorgenfreier kann es nicht mehr werden. Mal hier der große Überblick über die Märkte, was Sie wissen und beachten sollten in dieser ganzen Geschichte. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Jetzt haben wir ja diese Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer. Was bedeutet, dass jetzt diese Route durch den Suezkanal faktisch nicht mehr angesteuert wird durch die großen Reedereien. Das bedeutet, dass die Schiffe viel länger brauchen, dass die Versicherungskosten steigen, dass wir vielleicht wieder ein Lieferkettenproblem bekommen und damit die Inflation nach oben geht, die in Deutschland sowieso durch die Maßnahmen der Bundesregierung, die heizen, Mobilität und so weiter alles teurer macht. Jetzt kommt das noch oben drauf. Das wird dann noch eine sehr, sehr heiße Geschichte dann für die Notenbanken, wenn die westlichen Mächte es nicht schaffen, dieses Houthi-Regime hier in die Grenzen zu weisen. Also zwei Empfehlungen, Zinswende und Aktienmärkte und natürlich diesen Artikel über Suezkanal, der Gaza-Krieg mit völlig unvorhersehbaren Konsequenzen, könnte man sagen. Diese beiden Artikel empfehle ich jetzt, sage ich Servus, ciao.